Hallo YouTube und herzlich willkommen hier bei Modbox. Ich bin's, der gute Pamu, und heute schauen wir uns ein Silo-Paket an. Das heißt Beton-Fahrsilo-Set U. Gibt es aktuell bei ModHub für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One und Xbox S. Ja, das ist ein Mod-Paket, sage ich jetzt mal, wo 16 unterschiedliche Silos drin sind. Bunker-Silos, egal ob jetzt Durchfahrsilo oder eben halt auch hier so ein Keilsilo. So, hier haben wir einmal ein Keilsilo davon und direkt daneben hätten wir ein Durchfahrsilo mit einem Laufsteg oben mit dabei. Aber wir wollen uns mal ganz kurz mal diese 16 Stück mal anschauen. Dazu gehen wir jetzt einmal in unser Kaufmenü rein, in die Rubrik Sonstiges bei Bauen. Ja, und da sehen wir jetzt schon mal die beiden Silos von oben. Wir haben wirklich linke Seite das Durchfahrsilo und rechte Seite hätten wir das Keilsilo. Dazu gehen wir jetzt einmal rein in unsere Rubrik Gebäude, Silos. Und hier fangen sie auch schon an. Wir können eben halt für 70.000 jetzt zum Beispiel ein Durchfahrsilo bauen von 20 x 40 Metern. Und direkt daneben hätten wir ein Doppeldurchfahrsilo mit 25 x 40 Metern. Dann hätten wir gleich schon ein Keilsilo mit 14 x 40 Metern. Ein Keilsilo mit Laufsteg. Wie man sieht, haben wir jetzt diesen Laufsteg drumherum, auch mit 14 x 40 Metern. Dann hätten wir ein Keilsilo mit 18 x 40 Metern. Dann das 18 x 14 Meter mit Laufsteg. Und ein Doppelkeilsilo, klein, mit 27 x 40 Metern. Dann hätten wir ein großes Keilsilo, Doppelkeilsilo mit 35 x 40 Metern. So. Dann gehen wir jetzt aber auch in eine andere Bauweise jetzt rein. Wie man es schon mal sieht, hier haben wir jetzt ein Betondurchfahrtssilo. Das letzte oder beziehungsweise das erste bei den anderen war nur ein Durchfahrsilo. Ja, auch da haben wir eben diverse Größen. Ein Doppeldurchfahrsilo mit 25 x 40 Metern, ein Betonkeilsilo mit Laufsteg, und auch wieder mit 18 Meter x 40, bis hin dann eben halt, auch wieder mit Laufsteg haben wir das dann mit dabei. Ein Doppelkeilsilo haben wir mit 27 x 40 als klein und eben halt auch nochmal als groß mit 35 x 40 Metern. Insgesamt haben wir hier 16 unterschiedliche Silotypen bzw. Silogrößen auch mit dabei von den Bunkersilern bzw. den Durchfahrsilos. Ja, wo wir uns das eben halt dann dementsprechend platzieren können, wenn wir eine größere, wenn wir eben halt unseren Hof dementsprechend groß haben oder wir dementsprechend eine große BGA betreiben. Können wir uns das dann alles dementsprechend hinstellen oder eben mit dem Modularbaukasten von einer BGA, den ihr uns auch auf unserem Kanal hier findet, gibt es auch als Mod, kann man sich dementsprechend eine große BGA dahin bauen. Ist auf jeden Fall was Interessantes mit dabei. Haut gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Mod haltet oder wie ihr den Mod findet. Ja, wie gesagt, den Mod findet ihr aktuell bei ModHub für alle gängigen Konsolen und auch für PC und Mac. Ich schaue mir mal ganz kurz mal die Lok an diesbezüglich und die Lok aktuell keine Warnings, keine Errors, keine Lures. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe das Ganze jetzt im Singleplayer bzw. im Einzelspiel getestet. Wie es auf dem DD-Server ausschaut, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Wenn euch diese kleine Mod-Vorstellung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.